Ein interessanter Randnotiz zum UN4-Tacho ist mir noch aufgefallen. Die haben hier eigentlich alle, die ich bisher hier hatte, haben hier so Striche auf dem Tacho drauf. Und man könnte jetzt fast vermuten, dass das irgendwie von der Qualitätskontrolle ist. Irgendwie, dass da jeder Mitarbeiter einen unterschiedlichen Buntstift hatte und da seine Striche drauf gemacht hat. Keine Ahnung. Aber das sieht man irgendwie bei jedem UN4-Tacho. Also zumindest die, die ich jetzt bisher da hatte, war das so. Finde ich ganz lustig. Ja, das hat unter Umständen auch irgendein System, was mir allerdings unbekannt ist. Das könnte also zum Beispiel von der Endkontrolle kommen oder so. Keine Ahnung. Ja, willkommen zurück zu einem weiteren Teil zu der Audi 80-Serie. Jetzt geht es ja mal konkret um den UN4-Tacho, über den ja ziemlich viel geredet wird, weil das irgendwie ungewohnt ist gegenüber dem VDO, der ja sonst landläufig im Einsatz ist. Und ja, das will ich einfach mal zeigen. Was hier so zusammengebaut worden ist, auch diese Tatsache, dass also hier in UK das Gerät eigentlich zusammengebaut worden ist, aber Einzelkomponenten von Mitsubishi sind und ein Teil hier auch von VDO, das Minicheck. Und ja, dann halt auch konkret jetzt hier zu dem UN4-Tacho, den habe ich jetzt hier mal zerlegt, zeige ich gleich, wie das funktioniert und was da die Besonderheiten sind, auch beim Drehzahlmesser die Besonderheiten und auch bei den Tankanzeigen und so weiter. Und ja, fangen wir mal bei dem Tacho an. Das Interessante ist, der hat ja, wie man ja weiß, bei den VDOs, die haben ja den Anschlag im Anker vom Instrument. Der hat hier wieder einen richtigen Anschlag. Und was man hier auch schon sehr schön sieht, wenn man den jetzt also hier bedient, dann springt er also irgendwann hier auch um. Ja, das ist also bei den normalen Tachos kennt man das eigentlich nicht so. Die haben ja dann also irgendwie so einen automatischen Rücklaufmechanismus. Also da sieht das dann so aus. Und der geht also über den gesamten Bereich. Das ist also jetzt ein Drehzahlmesser, aber das ist bei den Tachos genau dasselbe. Und das ist irgendwie also hier anders. Also der hat jetzt hier tatsächlich einen Linksanschlag und irgendwie über einen gewissen Bereich fällt er dann nach hinten. Das ist also ganz interessant. Dann halt auch diese komische Kürzung, dieses Kürzel AS, das steht da überall drauf, was das auch immer heißt. Was ich aber herausgefunden habe, das muss also irgendwie Mitsubishi sein. Ja, und jetzt im Einzelnen zeige ich dann so ein paar lustige Sachen und fangen wir mal an. Ja, wir haben dann also das erinnert vielleicht an den Audi 100 vor Facelift. Ja, die Sache mit dem Anschlag habe ich ja gerade eben erwähnt. Und jetzt ist natürlich das brennende Interesse, wo fällt denn der denn hin, wenn ich es über den Anschlag hebe? Das mache ich jetzt hier gerade mal für euch. Und dann sagt man schwupp. Und dann landet er hier auf diesem AS-Schriftzug, ziemlich genau auf diesem Hügel von dem A. Und ich vermute mal, dass das Absicht ist. Ich hätte jetzt eigentlich eher erwartet, dass der hier hinfällt. Aber okay, er läuft also jetzt auf den Hügel von diesem A. Also kann man davon ausgehen, dass das wohl die absichtliche Markierung ist, wenn man also die Nadel abhatte, sofern man die rausmachen kann, dass man das dann also wieder so aufsteckt, dass das hier auf dem A landet. Das ist irgendwie wahrscheinlich so Absicht, ja. Ja. Das wäre also schon mal das Erste. Man sieht es auch, wenn man es überdreht, landet es auch wieder auf dem A. Also im Prinzip im Endanschlag muss das auf dem A sein und wenn ich das hier drüber hebe, dann muss ich das auch auf das A auspendeln. Ja. Bei den späteren Kombi-Instrumenten hier von 94 zum Beispiel sieht man auch, dass immer mehr auch im Ausland gefertigt worden ist. Die Auto-Check- bzw. Mini-Check-Einheit, die jetzt lustigerweise wieder von VDO ist, bei diesem ansonsten UN4-Tacho, also Tacho ist von UN4 und VDO hat das Mini-Check hier geliefert. Und wie man sieht, das ist in Malaysia gemacht worden. Das ist also, ja, also auch nicht mehr alles aus Deutschland. Da hat man wohl auch schon angefangen zu sparen. Und daran sieht man halt so dann doch die Änderungen so mit den Jahren, wie sie ja auch heute auf dem Fahrzeugmarkt üblich sind. So, wir schauen uns nun den UN4-Tacho mal im Detail an. Ich habe ja schon angedeutet, dass also auf der einen Seite das Mini-Check nach wie vor von VDO kommt. Wir haben jetzt hier ein UN4 aus dem letzten Modelljahr, wo es also dann auch zum Ende des Jahres der A4 rauskam. Und man sieht also hier an diesem Instrument, dass da schon ziemlich viel integriert worden ist. Und ja, was hier jetzt relativ typisch ist, ist halt auch, dass der Drehzahlmesser
die komplette Elektronik für die Drehzahlauswertung enthält. Und auf der eigentlichen Hauptplatine, so ähnlich wie es beim V8 auch gelöst ist, so gut wie keinerlei Elektronik drauf ist. Da sind nur die Birnchen drauf, der Spannungskonstante und ansonsten die Versorgungspins zu den Unterplatinen. Zu dem Thema Löten, was man hier machen sollte bei der Hauptplatine, man sollte auf jeden Fall hier diese Kontakte löten. Ich halte das mal unter die Lampe, dann sieht man das besser. Die sehen jetzt sogar noch ganz gut aus, muss ich sagen. Allerdings, man kann hier auch erkennen, dass hier so ein bisschen Rand dran ist. Also hier sieht man schon, da ist irgendwie nicht so ganz hundertprozentig Kontakt. Das sollte man also immer kontrollieren, dass das dann nicht sich ausgelötet hat. Generell hier so diese. Hier muss man übrigens ziemlich aufpassen mit diesen Übergängen. Das ist alles sehr dünn, dass wenn man beim Rausmachen nicht so viel Gewalt anwenden, sonst bricht man das kaputt. Und grundsätzlich hier den gelben und den blauen Stecker würde ich immer komplett nachlöten. Also hier diese Pinreihen hier, links und rechts. Die sind jetzt hier bei dem relativ gut. Ich nehme an, das liegt auch daran, weil es das letzte Modelljahr ist. Da erscheint die Qualität von der Lötung relativ gut zu sein. Ich würde trotzdem sagen, dass man da auf jeden Fall sicherheitshalber nochmal nacharbeitet. Ja, und dann hat man also hier diese Tachoplatine. Und da ist es also so, ich habe das hier schon mal vorbereitet. Mensch, bleibt mal hier oben, das ist immer noch am besten. Der UN4 Tacho ist eine Entwicklung von Mitsubishi. Ganz interessant. Und so ein UN4 Tacho kann man auch zerlegen, zumindest zum Teil. Was man nicht machen kann, wohl oder nur mit sehr großen Schwierigkeiten, ist vorne den Zeiger abmachen. Was aber sehr wohl geht, man kann hier diverse Sachen auseinandernehmen an dem Tacho. Das habe ich hier schon mal vorbereitet. Zum einen ist hier der eigentliche Schrittmotor, der ist hier bei dem gekapselt. Wenn ihr schon mal aufmerksam meine VDO-Videos, dem VDO-Tacho gesehen habt, dann wisst ihr ja, dass das also da anders gemacht ist. Und ja, der ist jetzt hier verkapselt. Ich weiß nicht, ob man das Gehäuse aufmachen kann. Es könnte sein, sieht so aus. Eine Kante müsste man mal vorsichtig hebeln. Ich will das nur jetzt hier nicht kaputt machen. Das ist mein einziger UN4-Tacho, den ich hier habe. Und da will ich jetzt kein Risiko eingehen. Und man sieht hier also das Zahnrad, was nach außen geführt ist. Das ist allerdings relativ massiv und Kunststoff. Und nicht, wie man das von den VDO-Tachos kennt, dass das hier so ein Elastomer ist. Und dieses Elastomer hat halt das Problem, sieht man hier, wenn ich hier drauf gehe, das verdrückt sich und das wird mit der Zeit hart und dann brechen die Zahnzähne raus. Das ist also hier bei dem Mitsubishi Tacho nicht. Und ich vermute mal, dass das relativ langlebig ist. Hier sieht man auch, hier geht es dann auf die zwei Zählwerkswalzen. Das heißt also, wenn man jetzt also hier den Tacho umstellen muss, könnte man das jetzt tun. Allerdings halt dann nur in 1 Kilometer Schritten. Ansonsten müsste man hier also mehr zerlegen. Den Anzeigemotor, den kann man hier auch rausschrauben, also das Drehspulinstrument. Allerdings müsste man da wissen, wie die Nadel abgeht. Und ja, wie gesagt, das sieht man hier sehr schön. Das ist also von Mitsubishi. Und finde ich ganz lustig. So, und hier sieht man also, das ist dann hier so reingesteckt. Das sieht dann so aus. Das wird dann hier so reingeklipst. Und ich muss also beim Rausmachen hier drücken und diese beiden Laschen hier nach außen drücken. Und hier wird es dann eingehängt und dann kommt das hier so raus. Das ist also im Prinzip das Thema, wie dieser Tacho funktioniert. Ja, hier hat man also auch noch eine Schraube, die habe ich vorher natürlich entfernt, damit man das also hier beim Zeigen ein bisschen schneller hat. Jetzt sieht man das. Das ist also nur hier so reingesteckt. Ne? So, das wäre es also zu dem Tacho. Dass diese Platine hier, die also auch mit lauter Japan-Teilen versehen ist, aber ansonsten soweit ganz gut verarbeitet, kann ich jetzt so nicht direkt meckern. Die sitzt also entsprechend so hier drauf. Und die ist nur eingerastet, da brauchen wir also nur diese Rastnasen raushängen. Ja, also hier sieht man das. Das ist einfach nur hier eingehängt, die muss man nur aushängen, dann kann man das hier abziehen.
Und ja, ich habe natürlich vor dem Ausbau hier den Stecker hier aus dem Gehäuse rausgeholt. Also hier ist ja, wenn der Tacho so ist, dann geht hier ein Kabel auf die Platine und das habe ich halt hier rausgezogen. Und dann kann man das dann, hier hat man es einzeln und kann es benutzen. Also so grundsätzlich, das ist halt so immer das, was ich schon feststelle. Und das heutzutage leider auch sich ja durchgesetzt hat, dass die Japaner halt grundsätzlich eigentlich alles nachmachen und das dann besser machen. Und also im Vergleich jetzt zu der VDO-Version muss ich sagen, dass die UN4-Version sehr gut verarbeitet ist, auch so von den verwendeten Komponenten und so weiter. Aber das ist man ja von Japanern gewohnt, die halten ja auch länger. Also das hat wohl schon seinen Grund, warum viele auf japanische Autos schwören und Toyota auch einer der größten Hersteller ist, der also entsprechend von der Qualität her auch entsprechend überzeugt. So, lange Rede, kein Sinn. Zum Thema Uhr vielleicht noch. Hier sieht man, das ist ein viel größeres Uhrendisplay, als wenn man das vom VDO-Tacho kennt und also beziehungsweise VDO-Tacho vom Audi 100. Ich zeige das gerade mal im Vergleich, damit man einfach mal hier so ein Gefühl kriegt. Das ist die Uhr vom Audi 100. Und hier sieht man, also das ist irgendwie anders, das Display. Und ja, man müsste natürlich jetzt mal überprüfen, ob man das unter Umständen trotzdem verbauen kann. Das sieht so aus, als ob das passen könnte. Das ist das eine. Und das andere ist, ja, wir haben dann halt den Drehzahlmesser. Der Drehzahlmesser, da sieht man jetzt also hier, na, das ist also auch hier irgendwie Made in Japan. Ja, Big in Japan, sag ich da nur. Hier sieht man also auch, hier ist die Elektronik auch komplett drauf. Hier kann man es dann scheinbar sogar noch fein justieren. Und ja, ich nehme an, wenn man hier die drei Schrauben rausmacht, kann man also dann Elektronik von der Anzeige abmachen und dann kann man auch hier unter Umständen diese Elkos tauschen, sofern das erforderlich ist. Habe ich jetzt also schon beim VDO-Tacho gehabt, dass also da entsprechend hier Probleme mit dem Drehzahlmesser sind, dass die deswegen nicht mehr gehen. So, und dann haben wir halt noch diese zwei Anzeigen, das ist also hier Temperatur und Tank. Ja, und die sieht man, die sind auch anders als die VDO-Instrumente. Hier ist nämlich ein Gewinde drin, die werden also mit Schrauben festgeschraubt und die haben also keine Stifte, die rausgucken. Und die Instrumente werden also vorher hier unten reingelegt. Dafür sind hier auch extra so Nasen. Hier sieht man es. Und dann kann man die also direkt hier so in das Gehäuse reinlegen. Dann liegen die und fallen nicht mehr rum. Das ist hier beim Drehzahlmesser auch so. Und dann kann man dann also entsprechend hier das Kunststoffgehäuse oben drüber legen. So einfädeln. Und dann kann man das so zumachen. Ja, so rum ist das gedacht. So, und was ich jetzt auch noch empfehle beim Zerlegen, ich würde das Ding möglichst, wenn ich jetzt die Sachen zur Reparatur habe, den Rest vom Gehäuse wieder zudecken, dass nicht so viel Dreck reinkommt, sonst kriegt man das näher schlecht raus. Zum einen. Und zum anderen, was ich jetzt hier gemacht habe, ich habe mir hier mal die zwei Schrauben, diese Plastiksachen festhalten, hier markiert, dass die zuerst rein müssen, dass man die nicht vergessen. Das sind so kurze, das sind diese beiden kurzen hier. Und das ist auch so ein Problem. Also, das sieht man jetzt hier, wenn man sich die Schraubenauswahl ansieht. Bei den Tachos ist also eine wahnsinnig große Schraubenvielfalt. Das kenne ich so, also vom Typ 44 auch nicht. Da hat man also dann eigentlich nur solche Schrauben wie diese hier. Und dann halt einheitlich und maximal vielleicht noch eine Größe. Aber nicht dann hier fünf, sechs verschiedene Größen. Also, das ist irgendwie auch relativ aufwendig. Und ja, lustigerweise Made in UK, das ist auch interessant. Also die Tachos wurden wohl in UK montiert, aber die Teile wurden wohl von Mitsubishi zugeliefert. Und ja, also ganz interessant, wie das mit diesem UN4-Tacho ist. Aber so der erste Eindruck ist, dass der eigentlich relativ solide verbaut ist. Also ich denke wahrscheinlich von der Langzeitqualität ist der sogar der bessere im Vergleich jetzt zu der VDO-Variante. Ja, so ein kurzer Ausflug zum Thema UN4. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und wie gesagt, demnächst noch mehr vom Audi 80.
So, jetzt mal als Einstieg, um mal mit der Sache warm zu werden, einfach mal um einen Überblick zu bekommen, ist das vielleicht doch mal ganz interessant. Bis dann, macht's gut.